Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, liebe Geimpfte, ich bin in einer ziemlich unangenehmen Lage, zusammen mit vielen anderen, die auch nicht geimpft sind. Also ich bin genesen mit ärztlichem Attest, will mich aber digital nicht registrieren und meine Genesenheit, wenn man so sagen kann, ist schon mehr als ein halbes Jahr alt und gilt eigentlich offiziell nicht mehr. Als Bürger von diesem Land bin ich verpflichtet, mit der Meinung der Mehrheit zu unterwerfen. Das sind die Regeln der Demokratie. Und ich finde die gut. Wenn die Mehrheit findet, zum Beispiel, dass wir alle eine Uniform tragen müssen, wie zum Beispiel im kommunistischen China, dann muss ich das auch machen. Aber weil das ziemlich unschweizerisch wäre, garantiert die Verfassung gewisse unveräusserliche Persönlichkeitsrechte, zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit. Das ist Artikel 10 der Bundesverfassung. Es soll ja nicht sein, dass die Mehrheit Grundlagen für unsere direkte Demokratie kann infrage stellen, also eine Art Selbstzerstörung kann beschließen. Aber mit der Zertifikatspflicht für zentrale Elemente des sozialen Lebens erreichen wir doch eine gewisse kritische Grenze. Die einen können die Freiheiten geniessen, die ihnen die Regierung gewährt. Freiheiten, die wir eigentlich schon immer hatten. Und die anderen wehren sich dagegen, unter die soziale, politische Dampfwalze zu kommen. Am 28. November geht es jetzt darum, die Spaltung zu verhindern. Eine Trennung von der Schweiz in Gewinner und Verlierer, das kommt einfach nicht gut. Auch nicht für Gewinner. Unser wunderbares Staatswesen lebt von der Verpflichtung zum Kompromiss. Und nicht umsonst redet man vom freund-eidgenössischen Kompromiss. Unser Land, unser Wohlstand, sogar unsere vergleichsweise tiefe Steuern basieren auf einem Miteinander und nicht auf einem Gegeneinander. Und jetzt komme ich zum Kern der Sache. Zertifikat, liebe Geimpfte, das nützt euch im Grunde nichts oder nicht viel. Ihr seid zwar offiziell geschützt, aber wegen der Impfung, nicht wegen dem Zertifikat. Die können offiziell nur mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit an Covid-19 krank werden. Alles gut. Die werden zwar digital kontrollierbar und wahrscheinlich brauchen sie auch Nachimpfungen, damit das Zertifikat gültig bleibt, aber das ist eine persönliche Entscheidung und gegen die habe ich rein gar nichts. Viele von meinen Freunden sind geimpft und sie bleiben Freunde. Das Zertifikat nützt euch also eigentlich nichts. Aber es schadet allen anderen. Sie dürfen nicht mehr ins Restaurant, sie dürfen nicht mehr ins Theater, an Konzerte, Veranstaltungen, sie haben höhere Kosten für Tests. Und nicht wenige von ihnen werden als Gefahr behandelt. Von Menschen, die eigentlich geschützt sind, die gar nicht in Gefahr kommen könnten. Also, liebe Freunde, ich bitte euch am 28. November ein Nein zu dieser letzten Änderung des Covid-19-Gesetzes in die Urne zu werfen. Ich anerkenne, dass ihr in der Mehrheit seid und dass wir uns euren Befehlen müssen unterwerfen. Aber ich hoffe, dass ihr eure Macht nicht missbraucht. Der Schutz von Minderheiten ist nicht nur in der Politik wichtig. Er ist auch in der Natur seit ewigen Zeiten eine Garantie fürs Überleben. Vielfalt ist nachhaltig, Monokultur ist gefährlich. Und ich werde auch dafür, dass wir die Zukunft gemeinsam und ohne Angst gestalten können. Eine gespaltene Schweiz ist einfach keine Schweiz mehr. Und das kleine Wunder in der Mitte von Europa, das seit 173 Jahren in Frieden überlebt hat, Weltrekord, wird das Ende nehmen. Aber ich bin überzeugt, das will niemand. Aber dazu muss man am 28. November eine Grenze ziehen. Und die Grenze heisst Nein. Ich danke euch für eure Entscheidung und ciao zusammen.